Przeczesuję. Das ist ein sehr sprungfreudiger Gefechtsscanner. Wie man sieht, der ist nach unten ins Nichts gefallen und wieder hochgesprungen. Das ist vollkommen normal. Okay, ihr kommt nicht weit genug. Ich möchte jetzt nämlich so langsam mal Richtung Wendelin. Warum sehe ich jetzt... Okay, warum auch immer. Langsam mal hier rüber. Solange da keine Aliens sind, ist das der Ort, wo ich hin möchte aktuell. Auch du musst da jetzt hin. Bin unterwegs. Allerdings müssen ein paar am Feldposten stehen bleiben. Sonst haben wir möglicherweise gleich ein Problem. So, Wendelin auch und der Rest hat sich schon bewegt. Oh, okay. Der hat sich im Flug enttarnt. Wird der jetzt schießen? Na, tatsächlich, der schießt. Unglaublich. Das kann ich auch. Wart mal ab. Oh. Das sind keine schönen Trefferchancen. Du siehst den auch. Sind deine Trefferchancen besser? Ich wechsle mal auf die falsche Waffe. 85, okay, mach weg. Sowas will ich mich hier nicht unbedingt auseinandersetzen müssen. Okay. Da ist. Moment. Wo? Da ist noch irgendwo einer. Wo? Ach, getarnt. Du miese Sau. Glaub's ja nicht. On my way. Schau mal einen an. Wen haben wir denn da? Kriegst du den mit der Pistole weg? Sehr schön. Hat er sich einfach dahingestellt? Kannst du noch in den Flug umschalten? Nein. Spiel betrügt mich. Du musst jetzt geheilt werden. Kannst du dich noch bewegen? Du kannst dahin. Das ist schön. Und dann werden wir mal eine Heilung durchführen. So, du bist der Erste, der jetzt hier reingehen darf und nichts sieht. Prima. Feldposten und Feldposten. Hier müsste man so langsam ein bisschen hinterherkommen. Das Meld ist noch direkt geradeaus in diese Richtung, wie man das gesehen hat. Heißt, wir werden uns mal langsam dorthin aufmachen. Ist hier rechts noch irgendwas? Oh ja. Aber nicht viel. Wobei, da kann man hoch und da kann man lang. Das heißt, da möchte ich hin. Da möchte ich hin. Da gibt es volle Deckung. Heißt, Wendelin kann sich hier ohne Probleme verteidigen. Beziehungsweise hinstellen. Verteidigen wohl eher nicht. Das gefällt mir. Bedeutet, hier ist sonst gar nichts. Alle anderen können nachziehen. Sehr schön. Sehr, sehr erfreulich. Ich muss auch überhaupt nicht vorsichtig vorgehen jetzt. Das ist tatsächlich ziemlich gut. Du gehst mal hier hin. Sturmsoldat steht am weitesten hinten. Das ist natürlich auch nicht so ideal, aber naja. Passiert. Damit haben wir, glaube ich, alle fast schon bewegt. Du kommst auch nochmal hier nach vorne. Und das war's. Ich glaube nicht, dass wir hier allein sind. Das bezweifle ich auch so ein bisschen. Ich werde ja nicht durch diese Tür gehen. Ich werde schön hier oben rumlaufen. Und mich dann meines Lebens erfreuen. The aliens seem to be fielding mechanized units more frequently, and with a much greater range of firepower.
How are we going to combat something of that size? We could probably spend years analyzing the inner workings of that thing. Da haben wir nun das, was ich nicht sehen wollte, nämlich den Sektopod. Bedeutet, Wendelin ist da jetzt auf gewisse Weise gefangen. So ein wenig. Weil er kann da nicht mehr weg jetzt. Ich werde erst alle anderen nach vorne ziehen, bevor ich irgendwas anderes mache. Ich meine, die Mutons, die können gerne zu mir kommen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Jawohl, ja, jawohl. Kommt zu mir. Das wünsche ich mir auf gewisse Weise. Allerdings stehen wir gerade ein bisschen ungünstig. Kannst du Sturm und Schuss noch einsetzen? Nein, kannst du nicht. Das ist schlecht. Du stehst doch hier so weit hinten. Das ist auch bescheuert. Geh mal hier hin. Wir müssen unsere Leute jetzt mal kurz hier aus dem Schussfeld rausbringen. So, dann viel Spaß. 9 Schaden. Okay. Kannst du mit der Pistole vielleicht besser treffen? Nein, aber was anderes wäre nicht nötig. Eine Gefahr weniger. Ich möchte nicht hier oben hingehen, weil dann sieht uns der Sektopod. Ah, das ist jetzt schwierig. Ich könnte. Auf Risiko gehen. Und hier hinlaufen. Nein, das ist genau das passiert, was ich nicht wollte. Au! Oh, natürlich triffst du. Der steht in voller Deckung, aber du triffst. Da hinten ist das Melt. Okay. Jetzt heißt es kühlen Kopf bewahren. Der Berserker ist das geringste Problem neben uns. Okay, das Melt ist weg. Wen siehst du? Du siehst den Sektopod. Du stehst im Bereich des Sektopods drinne. Ich krieg die Krise. Siehst du auch den Sektopod? Nein. Du siehst da oben gar nichts. Das ist in Ordnung. Geh mal ein Stück nach vorne. Aha. Jetzt sieht das Ganze schon wieder anders aus. 100%. Der andere ist nicht in Reichweite. Das ist eigentlich sogar ganz gut. Braucht unseren letzten Bass, unser letzter Sniper. Critten? Ne, den Crit brauchen wir gleich. Wobei, halt. Du. Einmal bitte den da. Dann nicht mit der Waffe. Verdammt. Das war ein Fehler. Okay, dann machen wir es halt so. Mit dieses Rumgeruckel, wenn die Berserker sich bewegen. Und auf Wiedersehen. Hoffentlich. Ah, oder auch nicht. Okay. Jetzt ist interessant. Kannst du den... Nein, kannst du nicht. Dann würde ich mal sagen... Du... Was ist das?
anderes fällt mir gerade nicht ein. Und dann gehst du eigentlich... So. Du kümmerst dich um den da. Der musste so oder so weg. Dich würde ich jetzt gerne in Sicherheit bringen, aber der da wird das wahrscheinlich zu verhindern wissen. Du musst dich noch bewegen. Hier ist keine Deckung, echt nicht? Doch, da ist Deckung, ja. Scheint... Ne, da ist keine Deckung, das ist nicht gut. Geh mal hier hin. Was mache ich mit dir? Du musst eigentlich hier hinten hin, aber ich habe Angst, dass du es gleich zerbombt wirst von einem Sektopod. Andere Möglichkeit habe ich aber nicht wirklich. Lenoline ist noch da, aber er steht an einer ziemlich ungünstigen Position. Wie weit könntest du deine Geistergranate schmeißen? Nicht weit genug für meinen Geschmack. Du stehst an einer sehr ungünstigen Position. Wobei, Granaten werfen kannst du doch problemlos, oder? Ohne dass du enttarnt wirst? Telekinesefeld würde nicht alle... nicht die wichtigen. Bei... der Sektopod sieht dich da aber auch nicht. So. Prima. Das heißt, wir könnten jetzt problemlos uns ein bisschen zurückziehen. Ja, du kannst Granaten schmeißen ohne Probleme. Das ist gut. Dickerchen bewegt sich nicht. Ah doch, Dickerchen bewegt sich. Jetzt wird's interessant, jetzt wird's interessant. Siehst du den Sektopod? Oh ja. Du kannst deine Waffe deaktivieren. Siehst du... Nein, du siehst gar nichts. Du siehst überhaupt nichts. Wie sieht's aus mit dem miesen Trip? Okay. Moment, warum sind das vier Ziele? Einmal. Komisch, hier werden vier angezeigt. Ach so, das sind die vier, auf die du es anwenden kannst. Okay, du kannst natürlich auf mehrere schießen. Ah, ich verstehe. Okay. Ich weiß halt nicht, ob das Telekinesefeld seine Tarnung unterbricht. Wenn ja, will ich es nicht machen. Du musst den verkrüppelten Schuss auf den da jetzt mal einsetzen. Dann können sich alle nämlich... Wo schießt du hin? Okay. Okay. Wie auch immer das funktioniert. Hier ist nirgendwo Deckung. Ich drehe euch. Du gehst mit Geist nach vorne. Würde ich jetzt zumindest sagen. Das wäre der Plan. Du musst auch nach vorne und dich um den Sektopod irgendwie kümmern. Oder um irgendetwas. Wollen die da hinten machen auch so ein bisschen Sorgen gerade. Du stehst auch gerade irgendwie nutzlos ohne Gegend rum.
ich habe hier eine total... Na Moment. Wir können da hoch. Wir können hier hoch. That almost looks like a small fusion reactor. If we could recover it, it may prove extremely useful to our weapons and propulsion research efforts. Okay. Aha. Okay, jetzt sieht das Ganze schon besser aus. Ich bin unschlüssig. Das merkt man vielleicht. Okay. Okay. Der Sektorport ist aktuell deaktiviert. Das sollte ich nutzen, indem ich mich neu positioniere. Oh. Wenn du da jetzt schießt und verfehlst, wäre das schlecht. Eine Sorge weniger. Du läufst mal nach vorne und damit wirst du wahrscheinlich wieder hinten triggern. Das wäre mir nicht lieb. Oder... ja, doch, mach es. Vanillin wird das gleich mit einer Granate wieder ausgleichen, hoffentlich. Bitte nimm mal die andere Waffe, sonst kriege ich hier Komplexe. Mach den mal weg hier. So. Alle haben sich bewegt, bis auf Vanillin. Jetzt ist nur noch die Frage, dich schütze mit einer Geistergranate. Klar. Ah, ich weiß, was der Sektorport macht. Bereitet sich vor für einen gemeinen, hinterhältigen Angriff. Das ist fies. Was? Was? Nein. Den brauchte ich doch noch. Okay, Schredderrakete. Egal, ob das Ding zerstört ist oder nicht. ...70% Crit Chance. Okay. Sieht's bei dir aus. Kannst du auf den Sektorport feuern? Oh ja, kannst du. Und du kannst es nicht. Der kann eigentlich gerade nicht schießen. Ich liege richtig damit. Nummer... will ich jetzt komplett den angreifen? Weiß ich nicht. Bei dir werde ich die Geistrüstung nutzen. Und jetzt darfst du critten. Nein. Damit. Ja, das war ordentlicher Bums.
Ich weiß, dass er jetzt hier gerade in einer ziemlich blöden Situation steht, aber da muss er jetzt durch. 6 Schaden ohne Crit. Okay. Darf's aber nochmal. Nochmal 6 Schaden. Dann bis zu 10. Durch die Schredderrakete sind es allerdings weniger. Dann mach einen Schuss auf den da. 22 Schaden. Okay. Jetzt hau ihn weg. Das wird ihr jetzt, das fügt ihr jetzt natürlich auch Schaden zu. Ist nicht so schlimm. Gehst da hin. Aktivierst die Geistrüstung. Und heilst. Nein. Doch sie. So. Oh Gott. 7 Schaden. Ah, der andere Typ, den muss ich retten. Den muss ich unbedingt retten. Den muss ich unbedingt retten. In der nächsten Runde können wir es machen. So, du kümmerst dich um den. Sehr gut. Problem ist quasi gelöst. Und ich würde sagen, du darfst ihm den Todesstoß geben. Mach mal. Das war's. Oh, was ein Glück. Was ein Glück. Das war am Ende doch etwas kritischer, als ich dachte, aber es hat funktioniert. Sehr, 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 sehr gut. Ich glaube, er hat jetzt allerdings Wille verloren, weil er kritisch verwundet wurde. Atomlenkraketenwerfer und Fusionslanze als neue Forschung. Oh, das finde ich schön. Oh, 2 Fusionskerne. Oh, das klingt gut. Now that we are in control of the Hyperwave Beacon, the real question is, what is it going to tell us? Perhaps we should try scanning for UFO activity in the meantime. Ich hätte gern das da. Ich hätte wirklich gerne das hier. Allerdings kostet das Waffenfragmente, die wir nicht haben. Ah, Fusionslanze ist eine Waffe für den Abfangjäger. Brauchen wir nicht, wir haben den EMP. Das hier. Mit Hilfe der verbesserten Waffentechnik aus dem großen UFO sollten wir den Prototypen eines neuen Werfers mit unglaublich starken Sprengprojektilen bauen können. Ist eine Waffe für den Heavy. Oh, das wäre schön. Das ist schön. Aber ich würde sagen, ich habe jetzt die Folgen schon lange genug gemacht und wir machen den Planungsteil tatsächlich das nächste Mal. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen mit diesem Part XCOM Enemy. Wenn ihr einem Soldaten einen Namen geben wollt, schreibt es in die Kommentare und... Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.